Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Gotswil Tirol der Freikirche in Telfs. Wir wollen dich mit der folgenden Botschaft segnen und würden uns freuen, wenn du dich bei uns auf der Facebook-Seite oder auf der Webseite hineinklickst. Gottes Segen. Ja, liebevoller Vater, ich lobe und preise dich, Herr, jetzt wo wir ins Wort einsteigen, Herr, dass du durch mich sprichst, Herr. Ich lege dir die ganze Predigt hin. Ich lege den Rest von Gottesdienst hin, Herr. Ich lege da alles hin, was passieren soll, Herr. Ich lobe und preise dich, Herr. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Ja, bevor wir wieder ins Wort einsteigen, lass uns bitte eins noch machen. Nämlich darüber sprechen, was wir für unsere Aktivitäten haben. Am Dienstag startet wieder nach einer Woche Pause unser Gebetstreffen. 18.30 Uhr in der Gemeinde. Bitte vergesst aber auch nicht das Montagsgebet. Es ist ganz wichtig, die Woche immer mit dem Herrn zu starten. Ich hoffe, ihr macht das auch morgens. Aber etwas in Gemeinschaft zu tun und zu sagen, okay, wir committen uns, wir sind dabei, dass wir sagen, okay, jeden Montag 20 Uhr, egal wo ihr seid, macht euch einen Wecker für 20 Uhr und nehmt euch Sekunden oder eine Minute, um zu beten. Und was Wochenthema ist, für was wir gemeinsam beten, komme ich dann nach der Predigt dazu. Genau. Gut. Ja, wie ihr wisst, war ich jetzt eine Woche unterwegs, um eine Ausbildung abzuschließen, aber vor allem eben, um mit anderen Christen, die das Gleiche vorhaben, nämlich Gemeinde bauen, zusammen zu sein. Und es war echt ein Privileg, Menschen aus Frankreich, aus Schweden, aus den USA, aus einem Menschen, der gerade in Istanbul eine Gemeinde baut, Menschen, die gerade in Marseille und in Paris eine Gemeinde bauen, Menschen, die aus Madrid sind, die schon länger im Gemeindebau dort sind. Also aus allen Teilen Europas sind wir zusammengekommen in Lviv, in Lemberg, sagt der Österreicher, ne? Und haben versucht, eine Woche lang auf Gott zu hören und haben ganz, ganz viel Input bekommen, ja, wie könnte man denn Gemeinde bauen, weil es waren ganz viele Leute da, die seit über 20 Jahren nichts anderes tun, als Gemeinde zu bauen. Wir haben auch einen Lehrer gehabt, der jetzt die dritte oder vierte Gemeinde baut, quer über Europa, fängt in Südafrika an, kommt nach Deutschland, baut da was und ist jetzt wieder in Glasgow, Schottland. Und es ist einfach ein Privileg, mit Menschen zusammen Lobpreis zu machen, den Herrn anzubeten und einfach auch zu lernen in der Atmosphäre. Und man denkt in erster Linie, na, es ist ja die Sprachbarriere da und wir werden uns nicht so gut verstehen. Ich kann euch sagen, mein Englisch ist sicher besser geworden für diese Schule, aber vor allem, was mich total überrascht hat, ist, ab Mittwoch denkst du in Englisch, träumst in Englisch und redest nur noch Englisch. Es war ganz, ganz gesegnet vom Herrn. Ich habe keine Sprachbarrieren verspürt. Mit jedem konnte man sich unterhalten, auch jemand aus Philippinen, wo man denkt, oh, die haben einen schönen Akzent, aber der Herr macht es möglich, wenn es sein Wille ist. Und ich möchte euch heute etwas bringen, das ist mir im Laufe der Woche so bewusst geworden. Wir haben so viel gelernt, der Kopf war voll. Wir haben gestartet um 9.05 Uhr und aufgehört haben wir um 20.30 Uhr. Ein Kopf war voller Dinge. Aber mir ist etwas bewusst geworden und das ist auch das Thema heute. Gottes Ruf zur Umsetzung.
fang damit an. Und Gott wird mit dir sein. Mir ist bewusst geworden, naja, ich habe irgendwo Mitte der Woche habe ich mir eine Frage gestellt, naja, da ist so viel Wichtiges dabei, aber was ist jetzt, jetzt habe ich die Ausbildung abgeschlossen, was ist jetzt danach? Was ist jetzt danach? Ich habe sogar die Lehrer auch gefragt, Follow-up, also wie geht es jetzt weiter, wenn ich in 2 Jahren eine Frage habe, was tue ich jetzt? Und ich habe gesagt, du kannst jederzeit wiederkommen, aber jetzt geht es darum, es umzusetzen. Wir können, und das ist vielleicht auch eine typisch österreichische Haltung, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal fühle ich mich einfach nicht vorbereitet. Manchmal fühle ich mich noch nicht so weit, ich kann das noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das so hinkriege. Manchmal fühlt man sich für manche Dinge nicht bereit. Aber wenn man sich nicht bereit fühlt, Gott könnte ja schon bereit sein mit dir. So eine Sache. Ich möchte euch da zu etwas hinführen und mein Predigttext heute, mein Haupttext, steht im Prediger drinnen. Er steht im Prediger 11,4. Wer immer nur auf das passende Wetter wartet, wird nie säen. Und wer ängstlich auf jede Wolke schaut, wird nie ernten. Und so geht's mir. Ich habe viele neue Leute kennengelernt, viele tolle Menschen, wo ich mir gedacht habe, wow, wenn ich nur 2 von denen bei mir in der Gemeinde hätte, dann wird's richtig losgehen. Ganz Delfs wird reinströmen. Aber ich habe natürlich auf etwas darauf vergessen. Also, naja, wenn ich immer sagen würde, ja, wenn ich die Leute hätte, dann könnte ich loslegen. Und ich habe mich daran erinnert, wie wir dieses Jahr begonnen haben, haben wir ja angefangen, eine Lobpreisgruppe zu starten. Und da muss ich sagen, das muss von Gott geleitet sein, weil wir könnten auch sagen, wir warten jetzt 2 Jahre, bis 3 Lobpreiser kommen, die das führen und leiten können. Wir sind noch nicht perfekt und so. Und es ist alles noch nicht, und wir müssen noch viel üben und so. Nein, ich glaube, Gott sagt, wer immer nur auf das passende Wetter wartet, immer nur auf die passenden Leute wartet, der wird nicht sehen. Und der Herr will, dass wir sehen. Es ist wichtig, sich weiterzuentwickeln, manchmal innezuhalten und zu sagen, ich brauche Ausbildung, ich brauche das, wichtig. Aber es ist vor allem wichtig zu tun. Denn wenn Gott uns das gibt und sagt, ich gebe euch jetzt das, was ihr habt, ich gebe euch jetzt die Gemeindemitglieder, die da sind und lasst uns da einfach den Herrn loben und preisen, so wie wir können. Denn der Gott wird mit uns sein. Dasselbe ist, wenn wir darauf gewartet hätten, dass wir eine große Zahl an Personen sind und erst dann eine Gemeinde gegründet hätten. Ja, was wäre dann gewesen? Wir wären nie so weit wie heute. Ich persönlich, und ich glaube, jeder von euch kann sagen, okay, es ist ein Ort des Wachstums. Wir wachsen mit Gott. Das Haus Gottes ist noch nicht perfekt. Wir haben noch nicht 30 Leute. Wir haben noch nicht die Mitarbeiter, die wir bräuchten, um das gut am Laufen zu halten. Aber wenn wir warten auf besseres Wetter, dann wird es nie. Wir werden nie sehen und wir werden nie ernten. Und dieser Raum, so wie wir da jetzt sind, ich glaube, das ist ein Teil der Ernte, weil wir gehorsam waren und gesät haben und den Gottesdienst gemacht haben, jeden Sonntag, auch in diesem kleinen Raum, jeden Sonntag unsere 2 Koffer, mit denen wir da reisen,
und am Sonntag die Gemeinde aufbauen und am Sonntag die Gemeinde wieder abbauen. Und jeden Sonntag waren wir da. Egal, ob 2 Leute waren, 6 Leute waren, 8 Leute waren. Wir waren da, wir waren treu dem Herrn. Und ich glaube, dieser Raum, den Gott uns gegeben hat, und wir wissen von der ganzen Geschichte, wie das passiert ist, das ist ein Teil der Ernte, die wir jetzt genießen dürfen. Mich hat etwas auch überrascht in diesem Schulungsraum. Ihr wisst ja, dass das alles Evanation-Gemeinden oder zumindest Gemeinden sind, die Evanation nahe sind. Das heißt nicht, dass sie alle die gleiche Musik haben, alle die gleiche, was weiß ich, alle die gleichen T-Shirts an und so weiter. Und wir sind jetzt Evanation People, sondern das sind alles unabhängige Gemeinden, die sich aber zusammengefunden haben, wir wollen das so machen, wie es die Evanation tut. Und die Evanation hat ein besonderes Zeichen. Und zwar um 9.38 Uhr, jeden Tag, klingelt der Wecker bei den Evanation People. Und wenn du dort in diesem Konferenzraum sitzt mit, weiß ich nicht, 20 anderen Leuten, und um 9.38 Uhr klingeln bei 20 Leuten der Wecker, dann denke ich mir, was habe ich verpasst? Um 9.38 Uhr, da geht es um einen besonderen Bibelvers. Matthäus 9,38. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Ich bin ganz fest überzeugt davon, dass die Ernte in Österreich bereits reif ist und genauso in Telfs. Es gibt aber irgendwo Hindernisse. Irgendwas hindert. Wir könnten jetzt eine ganze Predigt oder mehrere Predigten darüber machen, was könnte uns daran hindern, die Ernte einzubringen. Aber lass uns das doch einfach beiseite lassen und lass uns auf Jesus hören. Denn Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Und jetzt komme ich nochmal zurück. Wenn ich auf die Arbeiter warte, auf besseres Wetter oder auf die Arbeiter warte, ich werde nie sehen. Gottes Arbeit muss getan werden. Und deswegen, ich möchte euch herzlich einladen, das mit mir gemeinsam ab sofort zu tun. Es gibt ein großes Commitment, ein großes Übereinkommen zwischen allen Gemeinden, die mit der Evanation irgendwie zusammenhängen. Ganze Gemeinden über ganz Europa beten um 9.38 Uhr dafür, dass der Herr Arbeiter schickt in die Gemeinden. Und ich bin so überzeugt, dass wenn wir uns dem anschließen, dass die Ernte groß sein wird, dass die Arbeiter kommen werden. Es war für mich so beeindruckend, wenn da über 20 Leute aus verschiedenen Nationen beten. Und wenn du sicher sein kannst, dass auf der ganzen Welt, das war ja nur ein kleiner Ausschnitt von Gemeinden, wenn nicht nur die Gemeindeleiter oder die Gemeindebauern beten, sondern ganze Gemeinden beten da. Und lass uns da einfach ein Teil davon sein. Ich möchte euch herzlich dazu einladen, das ab sofort zu tun. Macht euch einen Wecker. 9.38 Uhr. Nehmt euch wieder eine Minute. Es geht nicht darum, eine Stunde zu beten um 9.38 Uhr, weil ich bin auch bei der Arbeit um die Zeit. Aber lass uns diese Arbeiter, die wir brauchen. Es gibt Dinge zu tun. Ihr habt es selber gesehen, letzte Woche, die Technik funktioniert, vielleicht macht man nicht so. Wir brauchen Leute, die sich darum kümmern. Wir brauchen Leute, die das Abendmahl teilen. Wir brauchen Menschen, die sich um unsere Kinder kümmern.
Aber ich will ja nicht irgendjemand, sondern ich möchte jemand haben, der sagt, ja, ich bin bereit, Gemeinde zu bauen. Und ich bin sicher, der Herr wird die Arbeiter schicken. Wenn wir ihn bitten, so wie es in diesem Vers steht. Und sogar nicht, es wird hier, also dieser Vers wird nicht nur einmal in der Bibel erwähnt, mehrere Male. Nämlich im Lukas steht es noch einmal. Lukas 10, 2 steht dasselbe noch einmal, wo die Anweisungen, als er seine Jünger entsandt hat, macht's bitte Jüngerschaft. Hat er zu ihnen gesagt, die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Gott weiß, dass es wenig sind. Gott weiß, dass es nicht ganz Delf sein wird, wenn es darum geht, in unserer Gemeinde im Haus Gottes zu dienen. Gott weiß, dass es wenige sind. Und er verspricht uns nicht, dass es ganz viele sind. Steht nichts davon in der Bibel, dass eine ganze Stadt Gott dient. Aber es steht davon, die Zahl der Arbeiter ist klein. Aber bete zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist. Was mache ich, wenn ich weiß, jemand ist zuständig und ich habe ein Problem? Ich werde zu dem hingehen und sagen, hey, du bist ja zuständig zu dem, kannst du mir helfen? Und es steht ganz klar in diesem Vers drinnen, Lukas 10, 2, betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist und bittet ihn, mehr Arbeiter für seine Felder zu schicken. Also lass uns gehorsam sein und da wirklich einen Fokus drauf legen, einen Hauptfokus drauf legen, dass der Herr Arbeiter schickt, die seine Arbeit tun wollen und können. Denn wir wollen nicht auf das passende Wetter warten, um zu sehen. Denn Gott sagt, wann das passende Wetter ist. Gott wird uns sagen, was zu tun ist. Er gibt uns keine Tasche, die wir nicht tragen können. So lass uns gemeinsam sehen, wenn der Gott sagt, let's go. Und das war das, was sie mir gesagt haben nach einer Woche Schulung. Hey, jetzt musst du sehen, du hast das jetzt alles bekommen, was wir haben an Wissen. Jetzt ist die Zeit reif zu sehen. Frag Gott, was dran ist und geh los. Lass uns gemeinsam gehen. Ich bin gern bereit, vorauszugehen. Aber ich weiß, wer wirklich vorausgeht. Jesus Christus geht voraus und sagt, schau, meine Wege. Geh meine Wege und alles wird gut. Und da sind wir heute. Frag Gott nach seinem Willen und geh mit ihm voran. Das soll auch das Wochenthema sein. Lass uns Gott fragen, ganz konkret, was ist der nächste Schritt? Lass uns nicht Zeit verlieren damit, dass wir sagen, ah, es ist aber so, es ist gerade windig oder es ist gerade regnerisch in meinem Leben, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Jetzt warte ich noch ein bisschen, bis das Wetter besser ist. Wenn Gott will, dass ihr geht's, dann wird er den Sturm beruhigen können und wird uns begleiten. Schaut's nicht zu sehr auf die Umstände, denn die Umstände sind manchmal ganz, ganz schlimm. Aber der Feind möchte uns die Umstände zeigen und sagen, schau, du kannst es doch jetzt noch gar nicht. Du kannst es noch gar nicht. Doch, du kannst es, wenn Gott mit dabei ist. Und er wird dabei sein. Mir kommt es so vor, als ich eine Gemeinde mit der Sarah gründen wollte. Und ich bin so ein bisschen, ich bin schon brutaler Österreicher, gell? So, ich tue gerne ein bisschen jammern, das tue ich schon. Und eines der ersten Entscheidungen, die wir gehabt haben, wir haben dann überlegt, ja, wie machen wir den Gottesdienst? Wir haben zu Hause geübt noch 2015 im November,
haben wir mal versucht, einen Gottesdienst zu planen und gesagt, jetzt machen wir einfach einmal. Sarah war die treibende Kraft, jetzt gebe ich zu, und hat gesagt, lass uns einfach mal tun. Ich wollte schon planen, gell? Psst, planen wir jetzt einen Gottesdienst. Huh, Liste, abhaken, yes! Und dann habe ich gesagt, du aber, ja, wir können eine Predigt machen, ja, wir können Kollekte machen, ja, wir können zu Gott beten, ja, aber was tun wir mit dem Lobpreis? Was macht man mit dem Lobpreis? Ja, die Sarah singt gut, ich bin jetzt da weniger so gut, aber wie macht man das? Und wir haben angefangen mit diesem roten Teil, das da drüben steht, diesem kleinen Lautsprecher. Da habe ich mal einen Tipp bekommen, dass das eigentlich für 40 Leute auch reichen könnte. Und das haben wir probiert. Ich hätte auch darauf warten können, bis ich sage, okay, kaufen wir uns eine Anlage, gell, bis wir das Geld haben und so. Nein, wir haben einfach gestartet. Und wie lange haben wir diese Box genutzt als unser Hauptlautsprecher, um den Lobpreis zu machen? Ich weiß nicht, 100 Euro investiert, um einfach zu starten. Manchmal ist es so wichtig, versteht es mich nicht falsch, manchmal ist es wichtig, dass man Dinge plant. Sicher, wir dürfen nicht nur spontan sein, aber wir müssen Gott fragen und dann, wenn er sagt, geh jetzt, dann lass uns vertrauen und gehen. Und ich habe wirklich das Gefühl, nicht nur seit ich zurück bin, dass der Herr sagt, jetzt habt schöne Räumlichkeiten, jetzt müsst ihr aber auch gehen. Wir dürfen uns nicht auf den Räumlichkeiten, die wir jetzt so schön haben, und wir haben es fein miteinander, wir kennen uns inzwischen recht gut, gell? Wir können ganz gut, wir wissen, wo jeder seine Probleme hat, wir können füreinander beten, wir sind schon ein gutes Team. Das haben wir geschafft, ein gutes Team zu sein. Aber lass uns nicht bequem werden und sagen, ja, und wenn es jetzt so bleibt, dann ist auch fein. Wir wollen noch die Welt da draußen retten. Retten tut Jesus. Aber wir müssen gehen, damit die Menschen von Jesus hören. Und versteht es mich da auch wieder nicht falsch. Ich meine nicht, man muss auf die Straße gehen und jeden da reinziehen. Da glaube ich schon, dass Gott möchte, dass wir planen. Dass wir schauen, welche Strategie ist richtig, um zu gehen. Da habe ich jetzt viele Dinge mitbekommen. Dazu werden wir dann noch einiges hören. Aber lass uns in unser Leben noch einmal neu integrieren, zu gehen und zu vertrauen. Frag Gott nach seinem Willen und geh voran. Er macht es sowieso, wenn ich ihn lasse. Und so ist auch mein persönliches Ziel von meiner österreichischen Art und Weise zu tun, zu jammern, runterzukommen und zu sagen, hey Gott, was willst denn du? Und wo willst du mich haben? Wo soll ich hingehen? Was soll ich tun? Und er wird dabei sein. Also zwei Dinge können wir tun. Die große Ernte, die er uns prophezeit und die schon da ist, zu ernten, so wie wir da sind, und dafür beten, dass er uns mehr Arbeiter schickt. Weil wir brauchen keine Menschen, die reinkommen, nur auf den Sesseln sitzen und sagen, mal fein ist. Wir bauen Reich Gottes. Jeder von uns kriegt von Herrn höchstpersönlich einen Blaumann. Einen schönen Blaumann, so schön blau. Einen Arbeitsanzug und sagt, so, okay, von Heinz habe ich die Aufgabe. Für die Sabine D und die Rosi kriegt D und die Silvia kriegt D und der David kriegt auch eine. Der kriegt besonders schwere Aufgaben, für den habe ich besonders schwere Aufgaben. Aber ich werde dabei sein. Er ist der Bauleiter, wir sind die Bauleute. Wir können dafür beten, dass er uns mehr Arbeiter schickt, damit es nicht so schwer geht. Damit es nicht so schwer wird für uns. Und ich bin sicher, Gott wird es tun. Und wir können Gott nach seinem Willen fragen, für dich persönlich und auch für die Gemeinde.
Und dann müssen wir in Austausch gehen und sagen, okay, wo gehen wir denn hin? Dann müssen wir planen und sagen, okay, wenn wir mehrere sind, okay, dir sagt Gott, ich möchte in die Richtung gehen, dir sagt Gott was anderes. Deswegen gibt es eine Leitung, dass wir gemeinsam einen Weg gehen. Gott spricht vor allem in Gemeinden mit der Leitung und gibt Visionen vor. Aber wie die Vision umgesetzt wird, da müssen wir gemeinsam einen Weg finden. Und das müssen wir gemeinsam dann besprechen in der nächsten Versammlung, die wir dann planen werden. Aber denk auch an dich persönlich. Und das möchte ich auch diese Woche herausfordern. Frag Gott in einem bestimmten Thema. Frag Gott, dass er dir das nächste Thema gibt, um das du dich persönlich, für dich persönlich kümmerst. Damit du einen Schritt vorwärts machst in deinem Leben. Frag Gott und geh. Er wird dir das Equipment senden, er wird dir das geben, was du brauchst. Und wenn du einen Arbeiter brauchst, der dir dabei hilft, dann wird er auch den schicken. So möchte ich das Wochenthema kurz projizieren. Nimm dir ein konkretes Thema aus deinem Alltag, wo der nächste Schritt notwendig ist. Frag Gott nach dem nächsten Schritt und tu es. Und ich will jetzt noch was sagen, was mich total überrascht hat. Ich habe von einem Gemeindebauer gehört, ein Beispiel dazu. Der hat erzählt, wie er vor vielen, vielen Jahren die erste Gemeinde gebaut hat. Hat er ein paar Leute um sich geschart, die halt ihm vertraut haben und gesagt, ja, ich gehe mit dir. Und hat die erste Sitzung gemacht. Und hat dann als erstes gepredigt über, es waren alles Männer, ihr müsst eure Frauen lieben. Und nach dieser Predigt hat er die Leute dazu aufgefordert, ja, jetzt schauen wir, was könnte bei dir der nächste Schritt sein, dass du deinen Ehemann liebst, deine Ehefrau liebst. Und er hat gesagt, ja, ich muss Blumen kaufen, muss mich für irgendwas entschuldigen und der Nächste. Und dann war halt die Gruppe war dabei. Und dann haben sie sich in einer Woche wieder getroffen. Und dann hat der Leiter halt einmal kurz gefragt, ja, wie ist es denn gewesen die Woche? Ah, ich habe keine Zeit gehabt. Ah, ich konnte das nicht machen. Dann hat der Leiter gesagt, okay, passt. Das heutige Thema ist, Männer müssen die Frauen lieben. Zurück an den Start. Und er hat es 5 oder 6 Mal gemacht, bis jeder von diesen Menschen das umgesetzt hat, was er sich vorgenommen hat. Es hat dazu geführt, dass einige gegangen sind und gesagt haben, das mache ich nicht mit. Aber diejenigen, die geblieben sind, die haben es echt ernst genommen, Gemeinde zu bauen. Weil was sie gesagt haben, was sie mit Gott ausgemacht haben, das ist umgesetzt worden. Und ich glaube, ich habe großen Respekt vor diesen Menschen, die das wirklich dann getan haben. Also bevor man nicht, und das würde ich auch ermutigen, möchte auch nicht sagen, ich werde es jetzt morgen abprüfen, gell, nächsten Sonntag frage ich jeden, ob er es gemacht hat. Nein, das tue ich nicht, weil ich vertraue euch auch. Wir gehen schon eine Zeit miteinander. Aber nehmt auch eine Sache und setzt sie um. Und wenn es noch nicht geklappt hat, bleibt es noch dran. Fragt Gott nicht nach Nächsten und Nächsten. Ich kenne mich selber, ich bin auch ein Mensch, der immer wieder Ausreden sucht, vor allem wenn es wichtig ist, etwas zu tun. Und wenn es nicht klappt, dass ich weiterkomme, dafür ist die Gemeinde da. Wir sind nicht füreinander da, indem ich jetzt sage, Marosi, das hast du jetzt wieder nicht gemacht. Nein, wir sind dazu da, uns zu ermutigen und zu sagen, können wir da irgendwie helfen, damit es vielleicht beim nächsten Mal funktioniert. Und Gott ist treu, er bleibt an euch dran. Wenn ihr an dieser Sache dranbleibt, er wird euch davon lösen können oder was auch immer es betrifft. Also ich komme noch einmal zurück. Frag Gott nach dem nächsten Schritt für dich persönlich und fang damit an, es umzusetzen.
Und sei nicht enttäuscht, wenn es nicht gleich geht. Weil Gott ist auf dem Weg mit euch. God will make a way, haben wir gesungen am Schluss. Gott wird den Weg aufmachen, dass ihr weiter Schritte geht. Ihr braucht ihm nur folgen. Und lass uns gemeinsam für die Arbeiter beten, die wir in der Gemeinde brauchen, aber auch für die Arbeiter beten, die ihr persönlich braucht, um Dinge in eurem Leben umzusetzen und zu verändern. Danke, Herr. In Jesu mächtigen Namen. Amen.